Tja, hallo zusammen. Nächste Programmvorschau. Ja, ihr wisst ja, für eine Sache darf ich mich entscheiden und da habe ich mich, glaube ich, jetzt hier für die größte satanistische Sache entschieden in dem Hauptfilm. Ja, Kindesmissbrauch soll wohl amtlich werden. STIKO will zeitnah Impfempfehlung für Kleinkinder. Natürlich das ist auch ein Wahnsinn. Auch hier nochmal die Stelle an die Eltern. Was ihr mit eurem Körper macht, ob ihr euch vergiftet oder früher sterben wollt oder schwere Nebenwirkungen haben wollt, ist euch überlassen. Ihr seid alt genug. Ihr hattet die Möglichkeit, euch wirklich in den letzten 2 Jahren, 3 Jahren fast genug zu informieren. Aber naja, gut. Aber was ihr da, wenn ihr das macht mit euren Jungen, egal jetzt auch wie alt sie sind, ob das jetzt ist ab 6 Monate bis fünftes Jahr und ab fünftes Jahr bis so viel, wer sich da an den Jungen versündigt, und das würdet ihr dann tun, nochmal, der liebe Gott passt da auch drauf auf und hat das alles notiert, ihr kriegt da also auch nochmal dann die Breitseite von ihm garantiert, was aber jetzt erstmal euren Jungen nicht nützt so viel, denn das ist auch ein Spruch nicht von mir, sondern vom Christian Landers, anders, nee, Christian Anders, so rum. Der gefällt mir aber auch ganz gut. Irgendwann werden eure Jungen, wenn ihr gestorben seid, auf eure Gräber pissen. Im Übrigen nicht nur deswegen, möglicherweise, aber ihr begeht da tatsächlich, ja, wieso, na, ihr denkt ja wahrscheinlich, ihr tut was Gutes. Und das denken ja alle Eltern, auch wenn sie in der Erziehung und in dem Bereich sicherlich auch immer wieder Fehler gemacht werden. Ich unterstelle euch ja jetzt nicht, dass ihr eure Jungen da umbringen wollt oder denen Schaden zufügen wollt. Aber ein Großteil von derer, die ihr jetzt auf euren Geheiß als Verantwortliche und Erziehungsberechtigte impfen lasst. Ja, ich könnte es jetzt auch ganz blöd sagen, ihr könntet sie auch dann die Treppe hinuntertreten. Ist vielleicht ein saudummer Vergleich, aber passt vielleicht auch. Okay, Hauptfilm wie immer bei VK, BitChute, Odyssey und Rumble. Tja, sucht euch da eure Lieblingsplattform aus. Auf der Lieblingsplattform. Oder gelangt zu der Lieblingsplattform, sucht ihr euch aus und dann vielleicht bis gleich. Tschüss!